Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem nächsten Part vom Multiplayer. Hallo, wie soll ich dich nennen? Einfach Pluto. Pluto, ja. Pluto, ja, yes, also Pluto. Sehr gut. Jo, du bist ja schon ein bisschen mit Diamanten bedeckt. Ja, und Ich sonst bin noch ein so. bisschen also ich habe eher so für die Base geschaut und so. Und die ist jetzt hier nördlich. Ich habe sie einfach hier ausgestellt. Also hier nördlich. 380 Meter nördlich. Und ja, wir suchen jetzt einfach noch nach bestimmten Biomen. Ich brauche unbedingt Bambus, das ist mein Projekt. Ich bin ja also habe ein Ninja-Skin und ich möchte einfach so Bambus in meine Ninja-Behausung machen und so weiter. Wir werden vielleicht auch noch ein Haus zusammen machen, wo ihr wohnen könnt. Ja, jetzt sind ja leider nur noch wir zwei da. Leon und Basti sind gerade auf einem anderen Server jetzt, machen ein anderes Projekt. Jo. Es ist sehr viel Wald und Grasland leider in der Nähe. Oh, noch einer. Ich habe überall Baby-Zombies immer wieder. So. Oh, wir können Pferdeharnische machen aus Leder. Cool. Habe ich immer noch nicht gemacht. Muss unbedingt mal ein Pferdeharnisch aus Leder craften. Sollte eigentlich machbar sein aus Leder einfach, oder? Glaube ich schon. Kenne ich gar noch nicht so gut. Also die 1.20 Features habe ich eher im Kopf langsam als so die letzten Versionen Features, neue Blöcke oder so. Schweine! Drago, der Schweineschnitzler. So. Leider auch nicht gerade so eine volle Wiese. Also ich sehe kein Dorf. Ich sehe nicht so viele Hügel. Es ist ein komischer Sieg. Oh, Schokoschaf. Ein braunes Schaf. Oh, ich habe einen Pillager-Turm gefunden. Überlebe ich das wahrscheinlich schon? Nein! Wo bist du runtergehüpft? Das ist jetzt doof gelaufen. Ja. Oh, ein Pferd, aber noch kein Sattel. Also ich gehe kurz in den Pillager-Turm. Ich werde wahrscheinlich auch sterben. Okay, wir haben Berge im Süden, Südwesten. Hey, der Pilcherturm hat ein helles Dach. Ist das ein Fichtendach? Wahrscheinlich schon. Hey, hier gibt es diese Hilfsgeister. Cool. Oh, geil. Meinst du Blaze? Ja. Also auf Deutsch heißen sie Hilfsgeister. Hilfsgeister. Wie heißen sie auf Englisch? Haze, oder wie? LA. Allee, genau, Allee. So, oh, Karotten. Eine Armbrust, drei Fäden, zwei Pfeile, ein Pushen auf ja, Experience und noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und hier ist im Turm zwei Gras auf Brezel. Kannst du mir eben deine Koordinaten geben? minus 210 und 1691. Und 1000? 1704 jetzt gerade. 700. Und dort ist ungefähr der Turm. Ja, danke. Und dort gibt es noch zwei Smaragde auf dem Gebirge oben Richtung Süden. Könntest du auch mitnehmen, wenn du schon eine Eisens- oder Diamantspitzhacke hast. Diamant. Ja, dann kannst du die Smaragde auch noch mitnehmen. Und ich gehe mal übers Gebirge und kehre dann langsam wieder zurück. Ein Eisberg-Biom, was recht hohe Berge hat. Okay. Dann könnte ein Deep Dark darunter sein. Weißt du, was das ist? Ah, Deep die gibt es ja Dark. auch in den Schneebergen, ja. Also Deep Dark habe ich mal auf einem Server, das war glaube ich der letzte Server. Nein, das war Dragodia damals im März. Habe ich gemacht, aber ich kann gegen die Wächter nicht gut kämpfen. Ich muss das noch lernen. Kämpfen wirklich ist gegen die auch nicht wirklich die beste Lösung. Einfach abhauen. Nee, sie finden mich ja zu schnell. Also ich will die Kisten plündern und dann sind sie schon da.
Und dann haue ich auch ab, aber ich kann einfach nicht irgendwie sie verhindern, dass sie kommen. Ich komme halt einfach, wenn du irgendwie dreimal Kisten öffnest oder so. Oder zu laut und, bist. Wenn du mit ganz viel Wolle da reingehst, kannst du diese Schreier einfach einbauen mit der Wolle. Die Wolle gibt keinen Sound für die Eier. Ah, stimmt. Also ist im Real Life ja auch so ein bisschen. Wolle hat irgendwie so einen, ja, einen dämpfenden Klang. Also sie dämpfen den Klang sozusagen. Also der Süd ist recht cool, aber die Biome sind ein bisschen zu heftig nebeneinander. Naja, ich finde jetzt gerade keinen Dschungel, das ist das Problem. Immer das Erste. Ich denke mir so, was möchte ich bauen? Und meistens ist es irgendwie etwas, ein Dschungel oder ein Mangrovenwald und ich suche endlos danach. Die sind so selten, diese Biome. Und im Singleplayer ein Dschungel nach dem anderen. Ja, brauche ich auch, aber nicht so viel Dschungel. Und auch diese Tundras, also die Schneewüsten, auch sehr viel nebeneinander. Meine Singleplayer-Welt ist völliger Mist. Okay, vielleicht ist diese Welt noch schlimmer, aber ja. Dennoch. Das Erste, was ich versuche, immer ist ganz viel Gear zusammenholen. Ja, also das machen die meisten Minecraft-Spieler. Ich bin aber so lange schon am Minecraft-Spielen, auf den meisten Survival-Content habe ich gar keinen Bock mehr. Also ich mache es trotzdem, aber sehr langsam. Ich bin nicht einer, der wirklich das Spiel durchspielen will, sondern es genießen du. Aber dann kannst du eigentlich für mich auch ein bisschen farmen und ich kann für dich bauen oder auch ein bisschen eben Sachen finden, wie zum Beispiel Schwarzeinholz kann ich ja dir dann geben. Ja, wenn du bauen willst mit dem Schwarzein. Und eben, du lernst ja aus dem Bauen. Also je öfter du baust, desto cooler kannst du eigentlich bauen. Für dich selber. Wie es für andere ist, musst du halt ein bisschen Feedback abholen. Hauptsächlich ist es meistens so, dass du mit 4 Blöcken ein Haus bauen sollst und dann einfach noch Dekoration dazu nimmst. Dann sieht es schön aus, ist es nicht zu heftig bunt oder so. Und die Dekorationen, die sind meistens einfach zu machen. Und kannst du ja von mir ein bisschen abschauen, wenn du dann weiterhin noch spielst. Würde dann natürlich mich freuen. Also der Server wird immer online sein. Der Bug ist, glaube ich, gefixt. Wenn mal der Server nicht online ist und ich nicht da bin oder so, Leon kann es auch machen. Einfach die, er soll die Java Edition wieder 17 machen, also 1.17 oder so. Was jetzt genau, oder Java 17 einfach so. So, also im Südwesten, südwestlich vom Turm, vom Pillager-Turm, ist eigentlich überall Eisgebiet. Und meistens ist in der Nähe dann immer ein kaltes Biom und dann irgendwann mal wieder ein warmes Biom und dann ist mehr Zeit ein warmes Biom und manchmal auch noch gemäßigt. Aber so kannst du dich ein bisschen orientieren, wenn du irgendwie ein Biom finden willst. Lieber dorthin gehen, wo es nicht so kalt oder nicht so heiß ist oder sonst irgendwas. Ich gehe jetzt wieder nach Norden und dann komme ich in einen Bogen wieder zurück zur Base. Kannst du in der Base auch noch irgendwas machen. Und nördlich des Flusses plane ich vielleicht eine Stadt zu bauen oder so, aber das wird natürlich schon lange dauern. Im Singleplayer mache ich übrigens eine Ebene zu einer Wüste. Muss ich sehr viel Sand setzen. Ist recht schwer. Also muss einfach sehr viel Sand abbauen. Wahrscheinlich nicht schwer, sondern zeitaufreibend. Ja, nein, das Problem ist, oder? Ich möchte in der Nähe keine Wüste einfach leer räumen. Ich muss in einer Farmwelt, also einfach weit weg teleportieren oder reisen und dann dort eine Wüste dann abbauen. Und wenn du den Sand hast, das Abbauen, das ist einfach zeitaufwendig und ein bisschen nervig, aber das ist besser. Aber das Farmen, ja, geht manchmal auf den Keks. Schade, dass Leon nicht mehr kommt. Ich rede gerne mit ihm. Auch wenn er auch ein bisschen, ja, mehr redet, wenn andere noch dabei sind. Also wenn wir manchmal alleine reden, dann redet er relativ wenig.
Aber sobald Basti dabei ist oder ein anderer Kollege von ihm und so, dann muss er immer so mega viel reden. Aber er ist ja noch jung. Mit der Zeit kommt die Reife. Genau. Ja, man lernt ja das ganze Leben. So, ich bin gerade auf dem Eis von einem Fluss, zugefrorenen Fluss, mit dem Boot unterwegs und das ist mega schnell und oh, kann man nicht so gut steuern. So. Ich weiß nicht, ob ich diese Einblendung, wie viel Essen ich habe und so, überhaupt brauche. Ist automatisch an. Ja, die Musik ist manchmal echt gut, aber auch ein bisschen einschlafend. Also mit diesen kleinen, langen Tönen bin ich ein bisschen überfordert. Wie ein Schlaflied. Schweine! Chicken Nuggets. Ah, nein, nicht Chicken Nuggets. Beef. Aber Hühner habe ich noch relativ wenig gesehen. Wo sind die Hühner hin? Ich will doch Chicken Nuggets. Schon wieder Eisbike Biom. Ich glaube, alles Eis irgendwann. Lol, das ist eine fliegende Insel. Lol. Okay, es ist einfach überhängend, weil hinten dran schon ein Berg ist. Deine Base war bei 200 und 900. Ich kann es nochmal lesen. Ändern. 200 und 924. Und wie lange spielst du schon Minecraft? Ich kann kein Jahresanzahl sagen. Ich bin jetzt 9. Klasse. Und ich spiele seit der 3. Okay. 5 Jahre. Ja, und ich musste einmal wiederholen. 6 Jahre sogar. Okay, cool. Ich bin eben seit 2009, im April. Ich glaube, es war, glaube ich, der 1. April, wo eine GameStar.de-News kam, dass jemand ein blockiges Spiel macht wie Lego. Und alle dachten so, das ist ein Scherz. Ein einziger Mensch, der Notch, konnte doch kein großes Spiel machen und so. Und jeder liebt es irgendwie dann. Und seitdem spiele ich eigentlich regelmäßig Minecraft und bin immer noch nicht gelangweilt. Irgendwie werde ich immer wie weniger gelangweilt. Kann immer wie mehr machen, ohne dass es mir langweilt. Aber ich benutze Minecraft eigentlich hauptsächlich wirklich nur zum Bauen. Und das meistens ein bisschen langsamer als andere. Ich muss ein bisschen schneller bauen lernen. Ja, also ich nehme mir einfach zu viel Zeit. Das ist es. Ich schaue mir einfach die Blöcke und so doppelt an, wie ich sie gesetzt habe und so. Und tue mich eigentlich immer wieder ein bisschen um, es verbessern. Ich höre irgendwie nicht auf zu bauen dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raumbau gebaut habe, dann muss es wirklich ein Optimalraum sein, schön dekoriert und zweckmäßig sein. Und nicht irgendwie, ja, eine Holzhütte und du baust nichts drumherum. Ja. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nie gerne Architekt gewesen. Also vor allem bei Lego nicht, als ich in der Kindheit Lego gespielt habe und gebaut habe. Und jetzt plötzlich durch Minecraft, Terraria und so, bin ich dann plötzlich so doch gerne am Bauen gewesen. Ich weiß noch meinen ersten Server, den ich selber geleitet habe, das war, glaube ich, 2010, hatte ich eine geile Villa und jeder hat gesagt, wie cool ich bauen kann. Irgendwie hat mich das motiviert. Die Villa war damals, ich glaube, aus Wolle, weil es noch kein Quarz gab und so. Und das Dach war aus dem Nether Brick, aber nur dem dunklen Nether Brick, nicht dem roten. Das gab es auch erst viel später. Und so andere Leute haben gerne mit normalen Steinen oder später dann mit Stone Bricks, also mit Steinziegel gebaut. LOL!
Bei uns in der Nähe ist, also im westlich von unserer Base, ist ein Berg, der hat so ein hufeisenförmige Erde, oder hast oder sind, ich glaube, das hat Leon oder du, nein, du wahrscheinlich nicht, gebaut. Sieht nicht lustig aus. Und ein Iglu. Ist hier ein Dorf? Nein. Das ist einfach ein einzelnes Iglu Ja, mit Kill. im Klo unten ist die, hast du die Möglichkeit, einen Zombie-Villager zu heilen. Okay, ich schau mal kurz runter, ob ich töte den Zombie-Village schon so nicht. Ja, er ist drin. Und die Kiste, das ist keine Redstone-Kiste. Ein goldener Apfel ist drin. Ja, ist da auch ein Schwächetrank dabei? Nein, leider nicht. Äpfel. Drei, sechs Äpfel. Vier Kohle und drei gerottetes Fleisch. Ist da eine Hexe in dem anderen Ding da, ne? Also einer ist ein Zombie, Was? Kleriker, glaube ich, oder so, und ein anderer ist ein normaler. Und ein Braustand. Ah, im Braustand ist der Wurftrank der Schwäche. Genau, wenn du den auf den Will Zombie Villager wirfst und den dann rechts klick mit dem goldenen Apfel, wird der geheilt. Ja, ich habe einen goldenen Apfel. Ich mache das aber noch nicht. Ich tue mal in die Kiste und jemand kann das dann machen. Aber ich bin so schusselig manchmal. Ja, ich mache das noch nicht. Also ich habe einen Kaktus. Weil Kaktus ist für mich ein bisschen wichtiger. Mit Kaktus kannst du Kamele züchten. Und ich will unbedingt Kamele hören. Also züchten. Ja, wenn ich welche finde, bringe ich sie dir zu oder Base. Ich bringe gerade auch Cool. anderen Stuff dahin. Ja, danke für die Unterstützung. Ist kein Problem. So, jetzt habe ich noch zwei Fleisch und acht Karotten. Dann bin ich leider am Verhungern. Aber ich bin ja bei der Base gleich. Jetzt müssen wir mal noch kurz schauen. Ach, der Ich ist das muss. Schlüssel. Ich sehe es. Ich habe ihn ja an. Auf der anderen Seite. Leute, ich bin einfach auf die falsche Seite gelaufen. So. Okay, Zuckerrohr hast du schon. Genau. Hast du ein Bett gerade? Nee, ich verlasse gleich einfach nochmal. Also ich schlafe mal kurz. Bin am Liegen. Moment. Ich habe die LAs mitgebracht. Oh, super. So, 17 Minuten habe ich. Oh, bei mir ist ein Von den Gegner. Koordinaten. Ich habe keine Journey mehr drauf. Ich hoffe, der Gegner greift nicht an jetzt. Kannst du gleich? Dankeschön. Kannst wieder rein. Federn sind wichtiger. Ist jetzt gerade raus? Ist gerade raus. Vielleicht kommt er wieder rein. Vielleicht hat er einen Absturz gehabt oder so. Hat er irgendwas gesagt, er geht weg? Nee. Der hat einen Absturz gehabt oder so. Ja, wenn er einen schlechteren PC hat, kann das schon mal zu einem Absturz führen oder so. Ich hoffe, kein Bluescreen. Ich hatte heute Morgen wieder ein Bluescreen. Habe ich den gestartet, Windows 11, also ja, der PC gestartet, dann ist Windows 11 gekommen, dann Bluescreen. Als ich neu gestartet habe, ist gar nichts gekommen, mein Bildschirm blieb schwarz. Ist gar nichts gekommen, da habe ich nochmals den PC neu gestartet, manuell, oder? Und dann hat Windows 11 funktioniert. Wow. Und das um 7 Uhr morgens, völlig nicht ausgeschlafen und so. Hallo, willkommen zurück. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich den Anruf verlassen habe. Okay. Passiert mir ab und zu. Ja. So, da ich bin gleich zurück. Noch 383 Meter. Dann bin ich bei der Base. Hier hätten wir noch Hühnchen. Dann muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe nämlich mein ganzes Inventar voll. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann mal noch angle oder so. Im Singleplayer hat es mich so gelangweilt.
Aber ich möchte unbedingt irgendwelche verzauberte Bücher oder so finden. Naja, ich mache es immer gerne, aber nicht gerade in einer Aufnahme. Okay, hier ist ein Gegner im Ding drin, im Hügel. Jetzt ist er weg. Auf der Minimap hat man sagen. Ja, jetzt ist er wieder zu sehen. Irgendwo hier drinnen im Hügel. Ist wahrscheinlich eine Höhle. So, wir sehen ja schon die Base. Cool. Können wir wissen da drinnen. So, eines von den schwarzen Pferden möchte ich dann aber auch noch zähmen. Geil. Sieht schon schön hier aus. Oh, Skelett ist hier. Nein. So, haben wir hier Abfeile. Dago? Ja, hallo. Du bist bei deiner Base, sagst du? Ich bin jetzt gerade bei meiner Base. Ich komme vom Osten. Nein, vom Westen komme ich auch. Hi. Oh, geil. Also, die helfen jetzt gerade irgendwie Steine mit hier mitzuschleppen. Ja, ich habe denen nur irgendwas gegeben, damit sie mir folgen. Ich tue mal ein bisschen Fleisch in den Ofen legen. Ich habe aber keine Kohle. So, hier, du hast gesagt, du brauchst Leder, also habe ich die Leder mitgebracht und da vorne ein paar Kürbisse. Ja, ich habe noch ein bisschen Fleisch hier drinnen, eine Armbrust. Den Kaktus pflanze ich dann irgendwo an den Fluss. Schwarzeinholz, Schwarzeinsetzling pflanze ich mal an. Eine Hacke habe ich. Ja, das Leder brauche ich jetzt gerade noch nicht. Also ich trage nicht gerne Lederrüstung. Außer vielleicht Schuhe wegen dem Tiefschnee. Würdest du das nicht für dein Pferd machen? Aha. Mh. Aber den Ding kannst du nicht machen, einen Sattel. Oder kannst du das mittlerweile machen? Du kannst die Rüstung schon machen. Ja, die Rüstung schon machen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Leder. Hier kann ich dir deine Rüstung hinhängen. Also so geht sie nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die geht, die Rüstung. Hä? Da ist etwas gewesen. Also das ist die... Ah, oh, ich schaue nach. Buch. Das pinke Boot sieht cool aus. Das sieht wirklich wie Barbie. Ich weiß nicht, wie viele Leute machen eine... Hä? Ein Haar? Das sieht doch nicht aus wie eine Rüstung. Ja, gut. Also, der restliche... Also Lederrüstung habe ich für das Pferd. Ja, ich habe leider noch kein Dorf gefunden. Ja. Also den Kaktus noch anpflanzen. Und was haben wir für Holz? Machen wir das Fichtenholz. Ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, muss ich leider nochmals auf Erkundungen. Ja, ich mache noch einen dritten Part. Den Creeper? Nein, das bist du. Rüstung dahin gestellt gehabt. Eisenrüstung. Meine Rüstung. Ah! Oh. Also meine Rüstung? Ja, das ist dein. Dankeschön. Ja, den Rüstungsständer könnte ich dann auch besser modden. Dass er Arme hat und so weiter. So, also Rüstungsständer wieder hinstellen. So. Cool, Deko-Kürbisse. Super. Ja, dann werde ich so langsam ein bisschen bereit zum Weiteren. Ui. Jo. Brauchst du noch irgendwas? Knochenmehl. Ich tue mal den Baum zuerst mal mit Knochenmehl. Jetzt, okay. Das hat lange gedauert. Damit wir noch ein bisschen mehr Setzlinge haben. Ah ja, den Kaktus, weil Kaktus, glaube ich, nur einen pro Tag wächst. Einmal. 1 Meter.
Im Singleplayer hat es recht lange gedauert, bis ich eigentlich genügend Kakteen gehabt habe für das Essen von den Kamelen. Habe es jetzt im Singleplayer leider noch nicht sehen können. Aber der Part kommt bald. So, dann muss ich noch kurz schauen, wie viele Minuten. 25. Also. Dann werde ich noch den Kaktus. Ah, geht gar nicht. Wusste ich gar nicht mehr, dass es gar nicht geht. Und das ist, weil ich zu viele Modpacks spiele. Bei Modpacks geht's mit Knochen mehr. Aber das Ding, würde man nicht pflanzen. Sonst wachsen die Kakt. Die wissen nicht. Ui, ganz viel Zucker. Ja, macht schon viel mehr Spaß, wenn wir einfach zusammen sind. Also egal welches Spiel, aber können wir uns ein bisschen zusammen optimieren. Jetzt hat mir mein Headset von den Ohren gehauen. Jo, gibt es keine Setzlinge? Hast du die schon eingesammelt? Ja, ich habe die schon platziert. Wo? Weiter weg? Aha, einfach wieder neu platziert, okay. Das schon, wird das noch anbauen. Ja, ich tue ein bisschen Holzkohle herstellen. Ja, Pfeile muss ich jetzt gerade gar nicht mitnehmen. Den ledernen Rosshahn nehme ich mal mit, damit ich gleich das Pferd ausrüsten könnte. Und ja, der Wassereimer, den hast du mir gegeben. Genau. Gut, ich gehe mal, ich denke, nach Osten. Weil dort gibt es einfach mehr. Ich bin gerade ein bisschen am Angeln, vielleicht finde ich Hm. ja einen Sattel. Ja, genau. Aber im Singleplayer. Oh, das war eine Flasche. Im Singleplayer habe ich noch keinen Sattel geangelt, aber ich habe schon sehr viel geangelt. Zum Beispiel eine Reparaturangel habe ich geangelt. Und dann habe ich noch eine Angel verzaubert. Also zuerst die Spitzhacke, die Diamantspitzhacke, dann die Angel verzaubert und direkt eigentlich relativ eine gute Köder- und Glück des Meeres Angel bekommen. Ausgewählt worden. So, leider auch wieder ein Wald. Schade. Ja, sobald Spigot da ist, oder? Können wir dann auch mit Plugins spielen und Data Packs kommen nehmen wir über die Nacht noch. Zum Beispiel kannst du von jedem Lebewesen Köpfe gedruckt bekommen. Das bauen wir ein. Das heißt irgendwie so ja, Kopfgeld-Plugin oder Kopfgeld-Data Pack. Auf Englisch heißt es, glaube ich, was heißt Kopfgeldjäger? Headhunter. Das heißt bei vanillatweaks.net. Und Playerheads könnten wir auch noch reintun, aber dann wird mehr PvP gemacht. Wahrscheinlich auch unerlaubt. Ist das Du ein. kannst auch PvP für alle erlaubt lassen und ich beschütze dich. Ja, ich glaube dir, dass du besser im PvP bist als ich. Ich war damals auch immer Endgame am Spielen, aber andere wurden einfach viel schneller besser. Ich habe dann irgendwann mal aufgegeben, überhaupt dran zu bleiben. Also hier ist ein Schneeberg übrigens im Osten. Dort könnte ein Deep Dark dann sein. Und nochmals ein großer Lavasee. Nice. Klarer See. Einfach direkt nach Osten. Kannst du schlafen? Nee, aber ich kann verlassen. Ich habe gerade einen Creeper. Reicht er mich? Wahrscheinlich. Ich gehe jetzt kurz schlafen. Nein, der Monster, der Creeper ist zu nah. Jetzt am Schlafen, aber ein Zombie kommt.
Mein Gott, jetzt. Okay, es ist Tag, komm. Sehr gut. Im Fass beim Schneeberg oben. Jo. Ich denke, heute erscheint noch der erste Tag. Der Tag, der noch mit Leon zusammen, mit Basti zusammen. Der jetzige wird wahrscheinlich morgen kommen und morgen auch noch der dritte Part, den ich jetzt gleich aufnehme. Oh, jetzt bin ich sicher. Sehr gut. Oh, ein schöner Schneeberg. Ein Tiefschnee. Gut, dann wende ich kurz den Part. Bis später. Tschüss.